Ja, hallo zusammen. Ich habe mich wirklich auf den heutigen Tag gefreut. Hier im Trainingslager die erste Medienrunde. Die Woche lief sehr gut bis gestern. Ihr habt es alle mitbekommen, das Thema um Sebastian Haller. Es hat uns gestern natürlich auch schockiert, diese Nachricht übermittelt zu bekommen. Ich persönlich habe sie erfahren, ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir uns vorbereitet haben zur Abfahrt zum Spiel. Dementsprechend war es nicht leicht für uns alle, den Switch zu finden, wieder über Taktik nachzudenken, über Pressing, über Passspiel. Wir haben es trotzdem versucht, so professionell wie möglich zu gestalten, haben dann aber auch nicht vor dem Spiel mit der Mannschaft darüber gesprochen, sondern die Mannschaft dann nach dem Spiel informiert, vor dem Abendessen. Und jetzt bitte ich ein bisschen um Verständnis, dass es brutal schwer ist für uns. Ihr habt alle die Meldung mitbekommen. Die Diagnose steht noch aus. Sebastian hat uns gestern Abend verlassen, ist heute zur weiteren Untersuchung nach Deutschland. Und ja, wir drücken jetzt Sebastian und der gesamten Familie Haller die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird. Und ich bitte halt einfach ein bisschen um Verständnis, dass es jetzt brutal schwer ist für uns, irgendwelche Fragen in dieser Form und zu diesem Thema noch weiter zu beantworten.